Hallo zusammen. Na, habt ihr auch schon mal Ärger gehabt, weil ihr vergessen habt, die Heizung aufzudrehen oder umsonst nachts durchgeheizt, nur damit es in der Früh warm ist? Dann ist es Zeit für eine smarte Heizungssteuerung und am einfachsten die von Hammer. Zunächst sucht ihr euch einen zentralen und unauffälligen Platz, wo ihr die WLAN-Zentrale an Strom anschließt. Danach könnt ihr dann auch bereits Batterien in die Thermostate einlegen, ihr schließt den Batteriefachdeckel und wartet, bis die Anzeige aufleuchtet und ihr euch mit einem kurzen Hi begrüßt. Anschließend blinken die beiden Buchstaben LA auf und nach kurzer Zeit leuchten diese konstant. Dann könnt ihr die Heizungsthermostate installieren. Dazu schraubt ihr einfach die bisherigen Heizungsregler von euren Heizungsventilen ab. Keine Angst, die Ventile sind dicht. Solltet ihr trotzdem Bedenken haben, dann natürlich am besten einen Fachmann kontaktieren. Aber im Regelfall könnt ihr einfach die Heizungsregler abschrauben und die neuen Heizungsthermostate von Hama darauf montieren. Nachdem ihr das Thermostat installiert habt, drückt ihr einmal kurz auf das Stellrad und die Anzeige beginnt erneut mit LA zu blinken. Das bedeutet, das Thermostat führt nur eine Adapterfahrt durch und im Anschluss zeigt es quasi die eingestellte Temperatur an, beziehungsweise im Regelfall die beiden Buchstaben ON, also ON, und damit, dass das Ventil komplett geöffnet ist. Nun gilt es noch, die Heizungssteuerung in der Hama Smart Home App einzurichten. Dazu müsst ihr letztendlich die Zentrale in den Kopplungsmodus bringen. Im Regelfall ist das aber bereits der Fall. Das seht ihr daran, dass die LED auf der Zentrale bereits blinkt. Falls nicht, drückt ihr einfach die Taste auf der Rückseite der Zentrale für ca. 10 Sekunden, bis die LED schnell zu blinken beginnt. Anschließend startet ihr die Hama Smart Home App und fügt dort einfach ein neues Gerät hinzu, wo ihr dann entsprechend auch die Heizungssteuerung auswählen könnt. Ihr werdet wie immer nach dem WLAN-Passwort gefragt, solltet ihr das nicht bereits schon mal eingegeben haben. Bei mir ist es natürlich schon gespeichert, das heißt, ich drücke einfach auf Weiter und anschließend startet die Einrichtung. Ihr bestätigt noch einmal kurz, dass die Zentrale bereits im Einrichtungsmodus ist und dann nach wenigen Sekunden taucht die Zentrale auch bei euch hier in der App auf. Ihr könnt ihr am Ende noch kurz einen Namen geben, im Regelfall reicht es aber natürlich, sie einfach nur Zentrale zu nennen. Danach müsst ihr die einzelnen Thermostate noch mit der Zentrale verbinden. Dazu müsst ihr die Thermostate in den Einrichtungsmodus bringen, was ihr ganz einfach dadurch macht, dass ihr die Thermostate auf den niedrigsten Wert herunterregelt, sodass im Display einfach nur OF für Off, also Aus, angezeigt wird und dann das Stellrad für ca. 5 Sekunden gedrückt haltet, bis einfach nur zwei Bindestriche im Display aufleuchten. Das bedeutet, das Thermostat ist im Anlernmodus und ihr könnt jetzt über die App einfach nach Thermostaten suchen. Geht dazu in der Geräteübersicht der App einfach auf die Zentrale und wählt dort aus Untergerät hinzufügen. Es folgt dann ein kurzer Scan und anschließend sollte auch auf dem Thermostat die Anzeige PA zu sehen sein, was für Pairing steht. Dann erscheint das Thermostat auch in der App und ihr könnt die Einrichtung mit Fertigstellen beenden. Nun solltet ihr natürlich dieses Thermostat auch noch benennen, im Idealfall natürlich mit dem Raum, in dem sich das Thermostat befindet. Und schon ist die Einrichtung beendet und ihr könnt ganz einfach von überall aus eure Heizung per Handy steuern. Aber das ist natürlich noch nicht alles. Gerade mit Heizzyklen und Automationen kann ich noch viel mehr aus einer Heizungssteuerung rausholen. Wie das funktioniert, zeige ich euch in meinem nächsten Video.